Ja, also ich sitze hier an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern in der Grenzstube in Seligweiler und habe gerade so mitgekriegt, dass jetzt die Endzeit angefangen hat. Also erstmal ans Rathaus von Kerne. Vielen Dank für die Einladung zur Kandidatenvorstellung am 17. Ich komme natürlich, haben wir auch schon schriftlich zugesagt, die Bemerkung, dass ihr keine Honorare zahlt, die hättet ihr euch sparen können mir gegenüber. Lasset euch von dem Zeitungsverlag nicht so neischwätzen, hört auf euch dem bitte immer mehr zu unterwerfen. Das hält man ja schon fast nicht mehr aus. Es hat es noch nie gegeben, dass ich bei einer Kandidatenvorstellung Gage verlangt habe bei einer Kommunalwahlveranstaltung von einer Gemeinde. Und das werde ich natürlich auch in Kernen nicht machen. Beim Zeitungsverlag, der daraus Kapital schlägt und nur was vorheuchelt, aber in Wirklichkeit eine Showveranstaltung macht, sieht die Sache anders aus. Da nehme ich aber später nochmal Bezug drauf.